Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Druidin Lumia mal wieder am Start hier. Wir haben es jetzt tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe mir gedacht, wir ballern mal wieder mit der Druidin durch. Und ich habe es ja schon in einer der letzten PvP-Paladin-Folgen angekündigt, dass ich da mal wieder Bock drauf hätte, die Druidin ein bisschen mit ins Boot zu holen. Und dementsprechend haben wir das Ganze jetzt mal gemacht. Muss natürlich auch wieder reinfinden, das ist klar. Also es wird hier jetzt nicht von heute auf morgen kommen, das wird sehr, sehr schwierig werden. Vor allem, weil ich jetzt schon wirklich sehr lange kein Druide mehr gespielt habe im Allgemeinen und auch zuletzt ja nur Druide gespielt habe als Katze. Dementsprechend ist natürlich auch Gleichgewicht dann nochmal was anderes, aber wir finden uns schon wieder rein, das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, ne, wird bestimmt den einen oder anderen wundern jetzt, neue PvP-Folge, aber dann als Druide. Ich finde es aber eigentlich ganz cool, so haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung mit drin. Und können da so ein bisschen entgegenwirken, dass jetzt nur noch Paladin-Folgen geknallt werden. Ich weiß nicht, hier ist ein Heiler, verwirrt mich jetzt immer noch so ein bisschen. So, pass auf. Ja, okay. Der will jetzt nicht ganz. Na, okay, wir kriegen den hier. Alleine kriegen wir nicht tot. Alleine kriegen wir nicht tot. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, okay, der macht mich jetzt hier halt fertig, ne? Ja, okay, da haben wir keine Chance. Da können wir ziehen, was wir wollen. Wenn der Hexer, Jäger, ich wollte gerade sogar schon Krieger sagen. Mein Gott, komplett verwirrt. Wenn der Jäger da so einer an einem dran ist, dann ist es schwierig. Und wir hatten gerade tatsächlich auch mega das Prank-BG. Da sind wir einfach im Auge des Sturms gewesen. Und dann hat einer dieses Spielzeug aktiviert. Vielleicht war das vom Dunkelmond-Jahrmarkt oder so. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Wo sich alle so wirbeln. Und dann quasi keiner mehr irgendwie aufmounten kann. Oder, weil das dadurch die ganze Zeit unterbrochen wird. Es war ein kompletter Prank. Und da wurden wir einfach auch dann komplett weggegrindet. So, ich würde sagen, wir springen einmal kurz hier hin. Obwohl es ja jetzt, glaube ich, Jacke wie Hose ist. Okay, die wollen uns hier komplett quernehmen einmal. Mein Gott. Ey, was ist das denn? Was ist das denn für ein Damage? Das ist ja geisteskrank. Ja, wie gesagt, wir werden uns erstmal finden müssen, ne? Ich spiele auch gerade wahrscheinlich nicht so perfekt oder setze meine Cooldowns gut ein oder whatever. Wobei ich da gerade so einen Burst in die Fresse bekommen habe, da hätte ich wahrscheinlich auch relativ wenig gemacht, egal welche Form ich da eingenommen hätte. Gut, jetzt sind wir halt nächstes Mal tot. Wie gesagt, ne? Braucht alles seine Zeit. Vor allem brauche ich wieder meine Zeit hier mit dem Druiden. Und wir werden erstmal hier wahrscheinlich gut weggeflankt werden, bevor das erstmal irgendwie überhaupt läuft. Aber von nichts kommt nichts, ne? Irgendwie müssen wir es ja versuchen. Und ich würde sagen, wir gehen einmal direkt hier drauf. Machen den hier. So, und können dann aber hier wenigstens einmal durchdrücken. Und dann haben wir es halt erstmal so weit, dass wir hier zumindest schon mal den hier sichern konnten. Wobei ich sagen muss, wir liegen auch eh wieder zurück. Dementsprechend müssen wir jetzt generell gucken, ob wir das hier noch gedreht bekommen. Gut, da sind ein paar Kollegen, da können wir jetzt vielleicht auch erstmal hin. Hier ist halt wieder ein Hunter, ne, und die drücken halt ordentlich, ne. Das ist geisteskrank. Die beiden sind auch die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Die haben da gar keinen Vertrag mit. Ja, es ist einfach ätzend. Jetzt können wir halt wieder nur einmal weggehen. Zack, einmal wieder Gestalt wechseln. Ja, ich muss halt auch mal mehr rauskriegen. Okay. Ja, es ist schwierig. Ja, ich weiß, ihr habt mich alle im Fokus. Okay, da sind wir halt einfach nochmal tot. Kein Problem. 17 Sekunden bis zur Wiederbelebung. Und
Wenn da bist du halt einmal im Fokus, aber ich muss das halt auch besser lernen, so ein bisschen dieses Wegkommen und schnell kiten und so als Range-DD. Das fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer. Außer mit dem Jäger, da kriege ich es ganz gut hin. Mit dem Jäger in PvP habe ich eigentlich keine Probleme, irgendwie Melees wegzukriegen. Aber als Eule ist mir das schon immer schwer gefallen, da so ein bisschen den Abstand zum Gegner zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall was, das muss ich nochmal ordentlich üben und lernen. Ja, gut, okay, die zwei. Ja. Na okay, wir haben sie immerhin noch wenigstens kurz davon abgehalten, aber wirklich effektiv war das dann auch nicht mehr. Wiederbelebung in 15 Sekunden. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir hier einfach unterlegen sind. Also zumindest fühlt es sich auch so an. Good Heal. 1,5 Millionen. Ja, die fangen halt hier wieder an, sich gegenseitig zu haten, anstatt sich jetzt irgendwie zu pushen. Dann wird es sowieso meist schwierig, muss man ehrlicherweise sagen. Gut, wir können hier zum Schiff gehen. Als Unterstützung, obwohl, nee, ich dachte, da kam noch ein Hortler, aber der hat den uns schon mal holen können. Das ist sehr, sehr gut. Und da hinten können wir auch hin, direkt. Ah, guck mal, hier spawnt auch direkt ein nächstes. Müssen wir uns holen. Wie gesagt, wir werden, wenn wir als CD in die BGs gehen, und wir werden auch mal wieder als Tank und als Heal in die BGs gehen, aber wenn wir als CD reingehen, dann werden wir immer zwischen Eule und Katze switchen, dass wir so ein bisschen beides irgendwie abdecken. Ich denke, damit ist uns auf jeden Fall geholfen, dass wir beides halt einfach mal spielen und auch mit beiden besser lernen, zurechtzukommen. Hier haben wir jetzt schon einen Kollegen, der jetzt sich schon mal auf ganz entspannt hier stellt. Das ist ein Heal, da sollten wir auch direkt drauf gehen. Von hier hinten. Und halt auch. Ah, okay. Guck mal, hier können wir so rein. Ah, guck mal, scheiße. Ah, das ist Kacke. Ah, hat der uns noch bekommen, der Drecksack. Der hatte aber auch wieder Unterstützung von ganz hinten. Ah, der Fight war interessant, aber da haben wir es leider nicht ganz hinbekommen. 13 Sekunden. Aber ich finde, da habe ich es jetzt auf jeden Fall schon besser gemacht als vorher. Das war zwar jetzt kein Melee, sondern ein Range-DD, aber es war trotzdem besser. Es war trotzdem schon mal besser. So, und wie gesagt, wir gewöhnen uns dran. Und dann kommt alles mit der Zeit. Ist natürlich blöd, dass jetzt erstmal alle drunter leiden müssen, aber mein Gott. Hätte ich jetzt auch nichts gegen machen. Nee, aber ich glaube, so schlecht ist es dann auch letztendlich nicht. Also ich glaube, egal wie schlecht man spielt, solange man halt irgendwie noch einen Impact hat, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ah, guck mal hier. So, pass auf. Ja, okay, der auch noch. Ah, okay. Nee, da können wir drücken, wie wir wollen. Das ist geisteskrank, was die da an Damage rausballern. Geil. Aber ich glaube, ihr korrigiert mich, wenn es so ist. Aber ich glaube, der Gleichgewichtsrüdiger hat eh seine Stärke im Zerg. Halt mit Sternregen und so. Ne? Da knallt er schon ordentlich rein. Ich weiß auch nicht, wie der so singletagemäßig drauf ist, soll es keine Entschuldigung sein. Ich weiß, es ist gerade nicht so, dass das Gelbe vom Ei, leistungstechnisch. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere hier, der sich mit dem Gleichgewichtsdruiden im PvP ein bisschen auskennt. Ich glaube, da ist eher so der AOE-Damage und der Cleave die Stärke. Und gar nicht so der Einzelzielschaden, weil der kommt mir manchmal gar nicht so stark vor mit Sternensog und so. Die Crits sind da nicht so heftig wie beim Parler zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, wir haben leider verloren. Niederlage war jetzt knapp 10 Minuten.
Und ja, Schaden lässt auch zu wünschen übrig, aber ich glaube, overall war es ganz okay für das erste BG, was wir jetzt wieder gemacht haben mit dem Druiden. Wir sind natürlich auch 6-mal gestorben, sind auch oft da reingegangen. Aber ja, nichtsdestotrotz, es wird hoffentlich in Zukunft besser. Und in dem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Folge und lasst mir gerne Feedback da, ob euch die Druiden-Folgen gefallen und ob ihr generell davon mehr sehen möchtet. Haut da rein, euer Tyrannos. Ciao, ciao.